Willkommen zurück zu Let's Play Forza Motorsport 5. Und wie ihr schon seht, gibt es eine neue Veranstaltungsart. Ja, wir hören da auf, wo wir das letzte Mal angefangen haben, beim Versprechen vieler Wörter und Sätze und Grammatikbildung. Fange ich gar nicht erst an, können wir gerade lassen, ne? Ausdruck, boah, hör mal auf. Rechtschreibung beim Aussprechen existiert auch nicht, ne? Out. Ocross, ne, heißt es ja, ne, oder so. Na egal. Also, wo ich eigentlich hin will, neue Veranstaltungsart. Und zwar geht es hier darum, wir müssen, oder die Strecke ist mit Pylonen, wie man schon hier sieht, abgespickt. Und wir müssen denen ausweichen und möglichst eine schnelle Zeit fahren. Und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. So, hier, die Zeiten sind vorgegeben. 2:45 oder besser müssen wir für Gold haben. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir das hinkriegen. Das ist, denke ich, schon mal ein guter Start, wichtig, weil wir haben nur eine Runde Zeit, um das zu schaffen. Und es gibt, denke ich mal, Strafzeit, wenn wir so eine Pylone umfahren. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir das nicht machen. So. Also ich denke mal immer hier so zwischen den Dingern durch. Hier ist nochmal ein Tor. So, an den Kurven wird es jetzt halt wegen kritischer. Uah, jetzt müssen wir hier innen rein. Und jetzt sind wir hier rein, das ist ein bisschen Slalom fahren. So. Was ich noch nie gemacht habe, also mit dem echten Auto mal Slalom fahren. Mal einfach mal so ein, mit so ein paar Piloten Slalom abstecken und mal Slalom fahren. Das habe ich noch nie gemacht. Das sieht man ja immer wieder mal, dass das irgendwo. Uah, dass das irgendwo gemacht wird. Einfach um zu zeigen, ob man das beherrscht. Aber ich habe das noch nie gemacht. Würde ich auch mal gerne machen. Bestimmt cool. Uah. Ist eng hier. Und, ja, macht bestimmt Spaß. Uah. Uah. 5 Sekunden haben wir Strafe gekriegt. Ja, jetzt wissen wir es auch, dass wir Strafe kriegen. Das wollen wir natürlich nicht. Vorsichtiger fahren hier. So, immer. Boah, ist das eng hier. Boah, habt ihr es gesehen, wie eng? Da hätte ich dann doch lieber den VW Golf oder den Rabbit nehmen sollen. Die sind ein bisschen schmaler. Boah. Wie das Auto hier. Aber wir kommen ja ganz gut durch. 5 Strafsekunden haben wir bis jetzt eingeheimst. Hier müssen wir hier durch. Ja, es müsste locker reichen, würde ich sagen. So. Müssen wir hier durch. Jawohl, passt. Ja, das war die Runde schon. Wunderbar. Haben wir doch hingekriegt. 5 Strafsekunden. Puh. Kein Problem für uns. War kein Problem, die Veranstaltung. Aber sowas finde ich cool. Also besser wie dieses Bowling. Weiß nicht. Ja, das Bowling, kein Spaß. Das hat Menschen hier noch ein bisschen was mit Fahrskills dann auch zu tun. So den Dingern ein Parcours abfahren. Das ist cool. So. Ja, dann gehen wir weiter. Wir wollen ja heute noch das Finale in der Veranstaltungskategorie bestreiten. Und ja, das wollen wir doch schaffen. Springen wir gleich weiter. Gefahren sind wir übrigens gerade in den Berner Alpen, falls ich das jetzt nicht erwähnt habe. Wir kehren zur Heimat des Bathurst 1000 zurück, dem Mount Panorama Circuit in Australien. So, wir sind wieder auf Bathurst, meine absolute Nicht-Lieblingsstrecke. Und in den letzten Aufnahmen hat es irgendwie auch immer die Aufnahme verkackt, wenn diese Strecke gekommen ist. Also nicht, weil ich euch nicht zeigen will, wie kacke ich da drauf fahre, sondern irgendwie komisch. Irgendwie war die Aufnahme jedes Mal kaputt. Ich hoffe jetzt, dass das jetzt hier nicht passiert. Das Blöde ist halt, das ist dann halt passiert und dann, was soll ich machen? Keine Ahnung. Ist halt blöd. Ja. Muss jetzt halt einfach klappen. Drückt die Daumen, dass die Aufnahme klappt. Gut, ihr seht's ja, ob man es sieht oder nicht. Startaufstellung gucken wir uns auch kurz an. Wir starten ziemlich weit vorne, 8er sogar. Okay, sage ich nichts, habe ich nichts dagegen. Der Strecke bin ich eh nicht so der Hit. Und dann gucken wir mal.
So, Start war wie immer gut. Mit diesem Auto. Und da haben wir unseren Freund, den wir jetzt schon mal nicht geschlagen haben, auf dem Bugatti Circuit. Aber diesmal machen wir das. Au. Oh. Aber er hat was dagegen. Ey. War selber schuld. Jetzt verliert er fast das Auto. So. So. Und hier reinbremsen. Die Strecken muss ich echt mal üben, ey. So, mal für mich in Ruhe. Dass ich sie dann wirklich weiß, wie ich sie fahren muss. Ich muss immer hier links auf die Minikarte gucken. So, hä, hey, welche Kurve kommt jetzt? In welche Richtung muss ich lenken? Das ist ja, glaube ich, nicht so gut, weil gerade auf so einer oder in den Kurven sollte man ja einen guten Fluss durch alle Kurven mitnehmen. So, komm. Ja, hat gepasst. Oh, sieht ganz gut aus bis jetzt. So, ich meine, wir führen schon in der ersten Runde. Wo gibt's denn das? Aber wir haben einen guten Start gehabt. Wir müssen weiter vorne gestartet wie sonst als. Das ist natürlich echt geil. Dann sollen die sich da hinten mal ein bisschen aufhalten. Wir können jetzt hier weiterfahren. So. Ah, aber kriegt gut Geschwindigkeit drauf mit dem Auto. Ja, fast 250 haben wir geknackt. So eine ordentliche Geschwindigkeit. Das kriegt nicht jedes Serienfahrzeug drauf. Was man so auf der Straße sieht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euer Fahrzeug, euer eigenes Auto das drauf kriegt. 52 Sachen. Weil das kriegt nicht jedes drauf. Meins kriegt es nicht drauf. Wenn auch ganz knapp nicht. So. Ja. Wenn ihr halt gar kein Auto habt, dann gut, dann kriegt ihr es nicht drauf. Dann müsst ihr halt hinschreiben, was ihr mit eurem Roller oder mit eurem Fahrrad hinkriegt. Ganz einfach. So. Ja, jetzt ist ein einsames Rennen. Ah, dann kann ich die Strecke auch mal ein bisschen gemütlicher fahren, ohne Hektik, ohne Stress. Ich kriege sogar eine saubere Runde hin. Das wäre, glaube ich, sogar Premiere auf der Strecke. So. Jetzt kommen wir diese etwas schnelleren Linkskurven. Ah, ja. Das war's dann mit der sauberen Runde. Das war's definitiv mit der sauberen Runde. Scheiße. Ich glaube, das Auto ist am Arsch. Das Auto ist am Arsch. Ich spul zurück, tut mir leid. Oh Mann. Oh, ey. Einmal nicht aufgepasst, ne? Aber wir stellten da auch so blöd diese Reifenstapel hin. Die zudem so hart wie Beton sind. Oh Mann. Das war echt jetzt nix. Ich bin ja überhaupt kein Fan von dem Scheiß zurückspulen, aber ich habe jetzt keinen Bock hier mit dem kaputten Auto durchzukullern. So. No. Ja, ist gut jetzt. Jetzt habe ich viel zu viel gelobt und mich geadelt und schon baue ich hier die größte Kacke auf der Strecke. So.
haben wir mal eine andere Ansicht. Ein Auto auch mal von draußen sehen. Klingt dann auch schon irgendwie anders da. So, welche Sicht ist da jetzt cool? Die oder die? Egal, ich entscheide mich für die. So. In der Außensicht kann ich eigentlich gar nicht fahren. So. Und auf Start und Ziel. Und ich hoffe, die Aufnahme hat geklappt. Auch wenn ich wieder kacke geworden bin. So. Ich hoff's. Und jetzt fahren wir unser Finale schon. In dieser Klasse. Und gucken wir mal, wo es hingeht. Welche Strecke. Bam, bam. Ja, das sollte man echt überspringen können hier. Das, oder schneller. Wie auch immer. Oh. Muss man echt hier immer warten, bis das mal hier, keine Ahnung. Müssen die noch Überweisungsantrag stellen, wenn sie sowas machen hier? Wenn du was gewinnst? Ich weiß es nicht. Kommt es mir fast vor. Es geht ewig. So, jetzt aber. Noch eine Veranstaltung und die machen wir doch jetzt. Für die heutige Veranstaltung kehren wir noch einmal in das über 1000 Jahre alte, wunderschöne Prag zurück. Ja, wunderschön, sagt sie. Und schöner kann ich es, wie gesagt, auch nicht sagen, wie sie es präsentiert. Also Prag mal wieder als Finale, haben wir schon mal gehabt. Ja, dann gucken wir mal, was für ein Layout wir fahren. Wahrscheinlich wieder das ganz normale, dieser große Kurs, schätze ich mal. Das sehen wir dann gleich. Wenn die Ladezeit endlich fertig ist. Ja, sieht ziemlich nach dem, ja, steht er da rechts unten full. Was so viel heißt wie voll. Und ja, dann gucken wir doch mal, ob wir jetzt wieder so weit vorne starten dürfen. Das wäre dann wieder, ne, jetzt müssen wir wieder als Drittletzter ran. Genug dominiert. Und dann gucken wir doch mal, was wir so hinkriegen können. Zwei Runden haben wir Zeit. Und ja, ich schätze mal, Erster werden wird schwierig. Vor allem mit dem anderen Clio ganz, ganz vorne. Aber vielleicht wird er ein bisschen aufgehalten. Schauen wir mal. Jetzt kommen wir erstmal gut weg hier. Ist ja immer wichtig. Und ich sehe keine Lücke. Doch, da ist eine Lücke. Auf den Randstein. Das wird jetzt gleich übel. Oh. Verliert er da die Kontrolle und verliert Schwung und ich knall in ihn rein. So. Gucken wir nochmal. Okay, fünfte Gang ist ein bisschen zu viel hier in der Kurve. Mal außen rum. Und jetzt hier runter. Boah, jetzt trägt es mich raus. Passt aber alles im grünen Bereich. Oh, was wird der da vorne für ein Stuss? Unser guter Clio-Kollege. Ja, sorry. Ja, was machst du jetzt? Ey. Das ist doch echt ein Behinderter. Der wieder für Zeug fährt. So nicht, mein Freund. So, jetzt vorne. Also der Führende geht auch gut ab. Ich weiß gar nicht, was der fährt, aber der hat schon einen guten Vorsprung. Wenn wir da rankommen, wage ich zu bezweifeln. So.
Jedenfalls sind wir momentan Dritter, das ist schon mal gut, schon mal Gold. So, ja, mach Platz. Vielleicht können wir jetzt in der letzten Runde den ersten noch jagen, weil der Abstand nach vorne schon ziemlich groß aussieht. Das ist zu weit. Nicht so schön da rumgefahren. Zu viel Schwung jetzt mitgenommen. Ah, zu weit. Ich will es hier immer voll schnell probieren, aber ich glaube, die Kurve hier, die macht relativ zu gegen Ende. Wie gesagt, ich kenne ja die Strecken noch nicht so wirklich gut. Meistens fahre ich ja die Strecken immer so mal, keine Ahnung, mal so 20 Runden oder so. Und dann kann ich die dann irgendwann richtig gut auswendig. Aber ich fahre meistens hier die Strecken irgendwie nur hier im Let's Play. Aber wenn ich so für mich fahre, dann suche ich mir natürlich andere Strecken aus und nicht so komische Stadtstrecken. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Aber ja, muss ich mal vielleicht machen. Dass mal besser in den Fluss kommen. So. Boah, jetzt trägt es mich hier weit raus. Ja, Sieg kriegen wir nicht hin. Der Abstand ist auch nicht wirklich kleiner geworden. Ich bin jetzt aber da echt richtig dämlich gecrashed. So. Egal, Goldhammer. Zweiter Platz, das ist auch okay. Macht ja sowieso keinen Unterschied in dem Spiel. Was ich aber okay finde. Boah. Kommen wir sogar nochmal richtig nah ran. VW hat er gefahren. Ein Golf, ein älterer. Ein R32, glaube ich. Boah, jetzt kann es sogar nochmal eng werden. Nee, doch nicht. Zielgerade ist doch näher als gedacht. Ja, egal. Zweiter Platz ist okay. Oh, was macht er hier noch? Macht einen Drift. So, was kriegen wir da? Einen Seriensieg. Okay. Und, achso, weil wir eine Serie gewonnen haben. Aber das haben wir schon mehrmals, oder? Ja, egal. Oder fünf Serien hintereinander gewonnen oder so, wahrscheinlich wird es sein. Egal, gab ja nicht viel Gamerscore-Punkte, 5 Stück, so viel ist es ja nicht. Bisschen Credits gibt's auch. Und jetzt steigen wir aber auf. Juhu. Super gut, 37 sind wir mittlerweile. Oh, die Heckscheibe ist kaputt, die links hinten. Gut, da bin ich auch dagegen geknallt. So, haben wir das auch geschafft. Veranstaltung haben wir abgeschlossen. Und dann können wir eigentlich in der nächsten Folge mit der nächsten Rennserie voll durchstarten, würde ich sagen. Weil die haben wir jetzt abgeschlossen. Ja, nochmal ein bisschen Geld dafür. Ja, und das nächste, was es dann gibt, ist, so wie ich das sehe, sind das dann eben die Superminis. Und die schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Und wenn wir die dann abgeschlossen haben, hätten wir dann nochmal zum allerersten Mal diese Kompaktsportwagen abgeschlossen. Und dann kommen wir dann schon zu den nächsten. Aber das ist Zukunftsmusik. Und bis dahin würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.